Dann haben wir die Glurak-Box aufgemacht. Ja, hier ist das die Thematik Rayquaza. Und wie man schon... Kadi, grüß dich Kadi. Wie man schon sehen kann, fange ich einfach mal mit der Box allgemein an. Die ist so groß, Freunde, kompakt. So welche Boxen werden in Japan hergestellt, produziert, verkauft, verteilt, whatever. In Deutschland gibt es sowas leider nicht. Deswegen aus Japan das Ganze. Und natürlich auch auf Japanisch. So, drinnen gibt es die aktuellen Booster Packs, die man kennt. Dampfkessel Booster Pack. 4 Stück plus ein Drachenleuchter Booster Pack ist am Start. Immerhin. Vielleicht ziehen wir unsere Shaman-Karte. Wer weiß das schon. Ja, die Box allgemein. Das ist halt eine Aufbewahrungsbox. Kannst deine Karten aufbewahren. Also das selber ist halt auch eine Box. Deswegen. Ja, dann gibt es halt hier noch auf jeden Fall Kartenrücken. Ne, Kartenrücken plus die Schachtel, wo man seine Karten dann natürlich irgendwo platzieren kann. Duellbox, sage ich mal, wenn du halt irgendwo am Start bist. Ja, und das ganz große Highlight ist natürlich die zwei Full Arts hier. Zweimal Full Art, einmal in Shiny, einmal nicht in Shiny Kostümen. Rayquaza, Pikachu in ein Rayquaza Kostüm. Einmal in Shiny, einmal ohne Shiny. Ich finde das genial. Und ja. Schauen wir mal, was uns da so erwartet, Freunde, ne? Schauen wir mal. So, ich habe hier einen Stift. Ich habe mir sogar extra ein Cuttermesser geholt. Aber wie man das so kennt, ist der das Cuttermesser jetzt nicht... Alter! Boah! Boah! Okay, gut, passt. Nicht da, weil ich den Stuhl hier zusammengepflastert habe. Und ja. So, schauen wir mal. Machen wir erstmal die Folie weg. Diesmal endlich mit einer guten Qualität von der Kamera auch. Dass man das alles gerne erkennen kann. So, und das ist schon mal die Box. Ne? Aufbewahrungsbox, die man natürlich nicht wegschmeißen soll. Pokémon Card Game. Immerhin etwas, nicht auf Japanisch. So, und die Box macht man von unten auf. So, ganz langsam. So. Oh yes. Okay, guys. Hier ist es. Das ist die Box mit den verschiedenen Sachen hier drin. Schön aufbewahrt alles. Gemütlich. Und das chillt schon seit über einem Monat hier bei mir. Nur so by the way, ne? Nur so by the way. Also ich kann da schon warten, wie man schön sehen kann. So, mit was fangen wir an? Links nach rechts, oder? Komm. Fangen wir mal an. Erstmal mit den Kartenhüllen. Das sind die Kartenhüllen. Ich habe überhaupt keine. Das ist jetzt endlich meine zweite Kartenhülle. Exemplar von der anderen Box, Glurak Kostüm mit Pikachu und jetzt die hier, ne? Kartenhüllen auf jeden Fall nice, finde ich gut, braucht man immer, wenn man halt sich natürlich im echten Leben auch duellieren möchte. So, das ist die Box, die Aufbewahrungsbox für die Karten, für euer Deck. Das Coole an dieser Box selber, ich mache die auch auf, die kann ich auf jeden Fall aufmachen, das habe ich letztens gelernt, weil ich sonst mir nie so eine Box geholt habe, wusste ich davon nicht, wie das so aufgebaut ist. Auf jeden Fall mit so einem normalen Verschluss, sag ich mal. Und drin sind zwei Karten drin, und zwar Trennkarten. Da trennst du deine Decks, also wahrscheinlich kannst du hier zwei Decks reinhauen oder vielleicht auch mehrere Decks, vielleicht nur so 20er Decks, wo du halt deine Karten jedes Mal austauschen möchtest, schnell oder sonst was, ne? Aber Trennkarten halt auf jeden Fall. Einmal mal Pikachu, Rayquaza, Shiny. Und das Rayquaza endlich mal in echt und da drauf nochmal Pikachu. Eine Trennkarten mit Aufbewahrungsbox für dein Deck. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Preislich das Ganze 35 Euro. Nur so by the way, 35 Euro. Da kommt aber noch Versand dazu. Das ist natürlich teurer. Und wenn du Pech hast, vielleicht noch Zoll. Ne? Muss man immer im Hinterkopf behalten. So. Ja, die Promokarten. Oder ja, Promo Holo Full Art Karten. Machen wir mal auf. Oder? Sind da beide drin? Ja, müssen wir aufmachen. Wären das Einzeldinger, würde ich jetzt nicht aufmachen. Aber da beide drin sind, mache ich das natürlich auch auf. So. Rayquaza Pikachu. 70 KP. Okay, immerhin. HP, KP. Was es macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müsste ich mal im Internet nachschauen. Aber generell sind diese Promokarten selten zum Spielen da, sondern eher als Sammlerwert am Start. Klar kann man damit auch spielen, so ist das nicht. Ja, das Ganze nochmal in
Shiny. Finde ich richtig nice. In der Mitte sieht ihr auch den Jubelball. Ne? So als kleines Ding hier. Karten-Opening. Yes! Yes! Karten-Opening. Hier auch, ne? Ja, das sind die zwei Highlights aus der Box erstmal. Denn wir haben ja noch Booster-Packs, Freunde, auf jeden Fall. Aber das sind schon mal schöne zwei Highlights. Ich finde die Karten richtig nice. Die sehen auch richtig gut aus. Und die werde ich auf jeden Fall gut aufbewahren. Ne? Die sind früher, später sind die richtig teuer, die Karten. Ne? Weil die Boxen nicht mehr produziert werden. Und dann sind die richtig teuer, die Karten. So, okay, Guys. Das war's erstmal mit der Box. Jetzt habe ich hier drin noch Booster-Packs. 5 Stück. 5 Booster, ne? Sind am Start. 2x Vulkanion drauf. Einmal, 2x Gardevoir, ne? Und einmal das Rayquaza. Wahrscheinlich deswegen haben die nochmal Rayquaza reingehauen. Wegen dem Cover. Und sonst ist die Box erstmal leer. Ne? Das heißt, du hast sozusagen ein bisschen Startkapital an Karten bekommen. 2 auf jeden Fall krasse Karten, ne? 2 schöne Holo-Karten. Und Hüllen und die Box selber, ne? Also preislich ist das okay, ne? Du bezahlst so für Hüllen manchmal auch 10, 20 Euro nur so, by the way. Hängt davon ab, wie die Hüllen gemacht werden oder plus die Box noch dazu. Also ich kann mich nicht beschweren, wenn ich jetzt in Japan leben würde, wäre das nicht teuer. Der Versand ist halt so ein bisschen tricky, plus natürlich, wenn das über den Zoll geht oder so, ne? Weiß man nicht. So, fangen wir mal an mit dem ersten Pack hier, Freunde. Mit dem ersten Opening. Booster Opening Pack Number One, Guys. Oh yes. Fangen wir mal an. So. Ponita Chiquita. Generell zu diesen Packs muss ich sagen, für diejenigen, die da nicht waren, guckt auf meinen YouTube-Kanal. Unboxing-Video vom Dampfkessel auf der japanischen Edition oder von dieser japanischen Edition haben wir schon gemacht. Einfach auf meiner YouTube-Seite mal vorbeischauen. Oder ich verlinke das jetzt irgendwo hier unten, dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Da haben wir 2 Displays aufgemacht, Freunde. Auf jeden Fall richtig nice. So, die meisten Karten habe ich hier vorne, deswegen will ich sie auch jetzt nicht krass kommentieren. Bei dem weiß ich nicht mal, ob ich den überhaupt habe. Aber der sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Guck mal, die Spitze hier. Hier die Spitze. Die hat eine Spitze hier. Ein Popel. Nein, Giftpopel, Freunde. Toxic Quark for the win, Guys. So. Okay. Und das war schon die seltene Karte. Ja. Mehr war da jetzt nicht drin, Freunde. Und natürlich am Ende kriegst du halt noch so ein Gedöns hier. Man kriegt bei den japanischen Dingern hat man keinen TCG-Codes. Sag ich immer wieder. Keine TCG-Codes. So, nächstes Päckchen. Oh yeah, Guys. Let's go. Vulkanion Action. Ziehen wir vielleicht noch einen Vulkanion. Und ich muss sagen, wo ich das Display aufgemacht habe, habe ich da so viel gutes Zeug rausgezogen. So viel gutes Zeug. Das war echt heftig. Und wie ich sehe, sind die Packs noch immer bei der Dampfkessel Season etwas krasser verpackt. Man kommt da nicht so schnell an den Stuff ran. So, fangen wir mal an. Oh, Endgegner, Freunde. Ah, jetzt haben wir die Vorentwicklung. Nice. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt schon habe oder nicht. Okay, okay. Ja! What? What? Mega Stalos, Guys. Habe ich noch nicht. Ich glaube, ich hab's noch nicht. Mega Stalos X. Doppeltyp Stahlkampf-Pokémon. Guys. Let's go, Guys. Drop and Wedge jetzt. Come on. X-Hype. Alter. 1, 2, 3, 4, 5 Energiekarten braucht man für diese Karte. Was ist da los? Heftig. Mega Stalos X, Guys. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir überhaupt da was Krasses ziehen. Ne? Shiny Hype. Ja, plus Shiny Hype. Ach, sorry. Plus Shiny Hype natürlich, klar. Plus Shiny Hype. Shiny X Hype. Mega X Shiny Hype. Ja, nice. Auf jeden Fall MVP des Tages bis jetzt. Ne? Nicht schlecht, Guys. Nicht schlecht. So. Nur so, by the way. Bei diesen Karten gibt es halt nur 5, ne? Die deutschen Karten haben 10. Hier sind nur 5 Karten drin.
Das heißt, deutlich geringer ist die Chance eigentlich, dass man da überhaupt was ziehen kann. Also, ich habe da schon ein paar Mal Displays aufgemacht. Und es ist eigentlich immer so, dass man da echt sehr schwer an die Karten rankommt. Aber jetzt wieder das Gegenteil bewiesen. Ne? Ist schon sehr, sehr witzig, Freunde. So, okay. Very nice. Spiel das Shiny Doppelform. Oh mein Gott, guys, come on! God of War X! Next X-Karte aus dem God of War Booster Pack ziehen wir God of War X. Oh mein Gott. Ich habe hier keinen Platz. God of War X, guys. Nächste X-Karte aus dem 5er Pack. Nächste X-Karte aus dem 5er Pack. Sehr nice. Zwei X-Karten, Freunde. Heftig. Heftig. So, das letzte Dampfkessel-Booster. Danach kommt noch ein Drachenleuchten-Booster. Aber bei diesem Drachenleuchten-Booster hatte ich noch nie Glück. Aber Dampfkessel rockt, Freunde. Dampfkessel rockt. So, weiter geht's. Ah, das sieht so super aus in der Kamera jetzt. Richtig nice. Gefällt mir richtig gut. Ne? Die habe ich hier auf der Messe bei jemandem gezogen. Hier die. Das Artwork finde ich richtig nice. Okay, ich glaube, das war's. Das war eigentlich sozusagen die seltene Karte. Okay, gut. Hier war, sage ich mal, nichts Besonderes. Obwohl die Karte hier, glaube ich, habe ich nicht mal, oder? Ich weiß es nicht. Kabelsalatkarte würde ich die nennen. So sieht es bei mir unterm Tisch auch aus. So, hier leider nichts, Freunde. Das heißt, letztes Booster-Pack, Freunde, ist das Drachenleuchten-Booster-Pack. Und ja, dann schauen wir mal, was da drin ist. Ne? Dann schauen wir mal, was da drin ist. So, Freunde, letztes Booster. The Hype is real. Krasses Wompel direkt als Starter hier. Was los? Wompel ist los. Wablo, Drottini auch am Start. Wow! Okay, hier ist unsere krasse Karte. Eine Holo-Karte, Freunde. Ja. Boah, ist okay. Ne, ist okay, Freunde. Eine Holo-Karte, zwei X-Karten aus nur 5 Boostern. Das ist okay, Freunde. Und hier nochmal eine Half-Art-Karte. Die habe ich jetzt auch schon doppelt, sogar auf Japanisch. Das ist okay. Das ist okay, Freunde. Das ist okay. Also, MVPs des Tages, die drei Karten. Ne? Auf jeden Fall richtig nice. God of War habe ich, glaube ich, sogar. Ne? Und das Stalus X habe ich nicht. Ich glaube, ich habe nur das Stalus normal. Also kein Mega-Stalus. Deswegen freue ich mich umso mehr für eine Karte, die ich noch nicht habe. Ob man sie spielen kann, weiß ich nicht, Freunde. Ich muss mal gucken, was sie macht so. Da steht 10 unten. Wahrscheinlich macht die 10 Damage bei der Bank oder so. Ich weiß es nicht. Muss ich mir später mal anschauen auf Deutsch. Mit den Dampfkessel-Booster-Packs habe ich mir noch kein Deck gebaut oder mich damit auch krass beschäftigt, sag ich mal. So, aber generell muss man halt noch sagen, hier, Freunde, plus die zwei, ne? Plus die zwei, denn die zwei waren ja auch dabei.